Ja, hallo. Heute kommen wir zu einem Stück, bei dem man ganz prima einige barocke Solostimmen dieser Orgel vorführen kann. Und zwar gleich am Anfang hört man das Fagott, das Basson, wie es hier auf Französisch genannt ist. Und das ist natürlich eine Vorimitation von dem bekannten Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« und eine Art Choralfantasie über dieses Lied will ich dann spielen, hier von Johann Sebastian Bach. Beginnt mit diesem Fagott, danach kommt die Sesquialtera vom zweiten Manual, also ein Register, was eigentlich aus zwei Tönen immer besteht, nämlich aus Quinte und Terz, die sich zum Grundton dazugesellen. Das klingt hier unten ein bisschen strange, aber hier oben, das ist eine wunderschöne Solostimme. Ne? Und damit wird dann auch gleich der Choral das erste Mal vorgeführt. Ne? Verziert dieses bekannte Lied, ein feste Burg. Und dann kommt später auch noch dazu hier das erste Manual mit den Prinzipal 8 und 4 und im Pedal Prinzipal 8 und 16, sodass man wirklich ein sehr abwechslungsreiches Stück hat. Und die Choralfantasie stammt eigentlich vom Typus her aus Norddeutschland. Bach hatte ja da große Vorbilder, Buxtehude, Böhm, Thunder und andere. Und dieses Werk von Bach hier ist auch ein bisschen ein Frühwerk, was sich stark an diesen Vorbildern orientiert. Und Choralfantasie ist vielleicht deswegen ein guter Begriff, weil die eigentliche Melodie kommt immer nur so zufällig vorbei. Und zwischendurch sind ganz viele wunderschöne Umspielungen und Verzierungen. Und dabei wünsche ich euch viel Freude, das jetzt zu hören.